Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. So, wir haben uns jetzt ein bisschen aufgerüstet. Machen uns jetzt auf den Weg zum Hafen, um erstmal Vascos Aufgabe zu machen. Und dann werden wir ja sowieso mit der Admiralin, glaube ich, auch sprechen müssen. Also so oder so. Desarde, what can I do for you? Captain Vasco, I'm glad to see you again. Did you profit from your time on land? I did, Admiral. That's why I've come to see you. You want me to entrust you with a loyalty mission? Indeed. Very well. A short time ago, we lost one of our ships near the island. The reputation of the Norts suffered from it. I have heard about it. An incomprehensible sinking which fueled numerous rumors. We cannot let the land dwellers think we are losing the sea. So I need someone to investigate and restore our reputation. At your orders, Admiral, and with pleasure. The shipwreck is stranded on the shore, southwest of the island, not far from Wenchavier. Thank you, Admiral. I'm counting on you, Captain Vasco. Ja, ich hab noch was. Desarde, what can I do? I've explored many ruins on this island. Ruins that, after careful scrutiny, were built by the congregation. In one of them, we found a journal that made reference to your guild. This document, as are the buildings, date much further back than the arrival of the Bridge Alliance a decade ago. These discoveries raise a good many questions. Questions that my cousin would like you to answer. I understand. All the same, we are in a difficult situation. We are bound by the pact. I could eventually overlook these engagements if you would perform a service. Commander Fernando, who holds the port of San Mateus, has problems with certain members of Teleme. The bishop that accompanies you on occasion could without a doubt tell you more. I won't hesitate to speak to him about it. Solve these problems, and I will reconsider the validity of the pact. I will answer your questions. Anything else? I need to be going. Until we meet again, Admiral. Gut, wir werden das jetzt aber erst mit Vasco machen. Wir können nicht da. Finde das. Genau, finde das Wrack. Oh. Oh, wir haben aber einiges gekriegt. Begib dich zum Dorf, von dem Petrus gesprochen. Finde das Wrack. Wir machen jetzt erstmal finde das Wrack. Wir machen jetzt eine Aufgabe nacheinander. Sonst wird mir das wieder zu viel hier. Mit Petrus können wir direkt sprechen. Dann würde ich jetzt Siora abgeben. Ah, my child, I'm happy that you are here. I've had an idea that I wish to present to you. Please do. I've known the Mother Cardinal for quite some time. She is a formidable woman, gifted and diplomatically skilled. I fear that your cousin might be a little defenseless when dealing with her and would like to give him a few weapons. What do you have in mind? Diplomacy is not only a matter of formal encounters and choreographed etiquette. If we had the means to action more personal leverage, the Mother Cardinal could not manipulate your cousin. How could we ever find anything of that sort? Everyone has nasty little secrets, my child. It's our task to discover Cornelia's. It is a very good idea. But alas, I have other problems to resolve first. I understand. Come and find me when you are ready. I had a meeting with Admiral Cabral concerning what we found in those ruins. She said she was bound by a pact that kept her from answering questions on the subject. The Norts are nothing more than mercenaries of the oceans. I suppose that she wants something in exchange. Effectively.
She told me that her men posted at San Mateus met with some problems, and she advised me to speak to you. Does that make sense? I believe I see what the Admiral is speaking about. Or rather, who? A few of our zealous brothers are overcome by their faith. You already witnessed it for yourself at San Mateus. They look with a wary eye at all those who do not swear faith to Teleme and refuse to express their faith openly. It is possible they have decided to target the Nauts. We will need to speak with those on Teleme lands. And of course, seek out the Bishop Domitius. I will see you later, Father. Take care, my child. Okay. Ach, mein Gott, er will auch was. Greenblood, my friend. My contacts have spoken. I was able to discover the location of this infamous Phantom training camp. Do you still think they should be held accountable? More than ever. You know that I recruited Rayna. I want to know what kind of hornet's nest I led him into. I want to know what these madmen did. But I fear if I go alone, I might not be able to control myself. And I won't learn anything. But you're already very busy. Come find me again when you have less to do. Yeah. Anything else? Nein, definitiv nicht. I must leave you. Pass auf, Leute. Ich mache jetzt Vasco fertig und nehme Petrus mit. Ja. Achso. So. Andersrum. Hoppsala. Ich hab doch gar nichts, was ich dem jetzt geben könnte. Ich doofi. Gut. Machen wir das jetzt so. Ich nehme ihn jetzt erstmal. Ich nehm jetzt Petro mit. Die sind wahrscheinlich immer noch zu stark. Och, wer hat denn jetzt angegriffen? Was? Wow! Leute. Macht, was ihr wollt. Ich hau ab. Toll. Na, oh, ich hab gar nichts mehr. Take a potion if you want to cast more spells. Your magic is running out. Take a potion. Let's see if you can ward off this fate. May the shadow engulf our enemies. Level 15. Yay. Ich brauche unbedingt Tränke. Greetings. My caravan goes through all the cities, and the journey is safe. So, where would you like to go? Das ist nicht... Nein. Thank you, but I'll continue on foot. Das ist nicht das, was ich gesucht habe. Was ist das denn? Hier versteckt immer jemand was. Bin ich richtig? Nö. Müsste noch ein bisschen weiter.
May the Enlightened protect me in this battle! A bit of poison on my blade. Then let's go! May the shadow engulf our enemies! Ja, mein Gottchen, ist das schon wieder weit. Hä? Nein. Falsch. Oh mein Gott. Ich muss da so runter. Durch das Dorf am besten dann. Guck mal, da kann ich ein Lager eröffnen. Kann ich hier nicht runterspringen? Das wäre so viel einfacher. Wir sind hier in irgendeinem Dorf. Ich gehe jetzt auch hier einfach durch. Ob die das jetzt wollen, ob die mich jetzt kennen oder nicht, ist mir jetzt egal. Ich kann auch hier runterlaufen. Die singenden Gewässer. Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Da sind schon wieder diese Fledermäuse. Ich hasse diese Dinger. Genau, jetzt muss ich... Da war was. So, hier. Das ist schon wieder so eine Lampe. Ich denke mir, was hängt denn da? Let's see if you can ward off this fate. Take a potion if you want to cast more spells. May the shadow engulf our enemies! Ich brauche Tränke, Leute. Ich komme jetzt bestimmt gleich an ein Monster, wo ich unbedingt Tränke für bräuchte. Und ich habe keine. Und ich bitte, dass irgendwie sowas kommt gleich. Irgendwas ruft mich schon wieder da rein. Ich sag da, ist irgendwie was... sie hört da definitiv was. Passage zum Ufer. Unheimlich hier. Ich hätte damit rechnen sollen, dass in einer Höhle Fledermäuse sind. May the shadow engulf our enemies. Take a potion if you want to cast more spells. So. Lecco mio, ey, du blödes Vieh. Vielleicht hier jetzt durch. Hier,
liegen tote Männer. Look, there it is. It's sad, seeing a large ship on its side like this. It almost looks... Entschuldigt, dass ich das unterbrochen habe, aber ich muss mir das eben speichern. Giant corpse. So, denn ich glaube, hier passiert gleich irgendwas Schlimmes. Weil hier, ne, runterspringen und so. Das ist nämlich bestimmt irgendein Monster, was dafür sorgt, dass das Schiff hier so aussieht, wie es aussieht. Jetzt wird nämlich automatisch gespeichert. Ich wusste es. Da sitzt es. Hab das gesehen. The hull was torn apart. And given the way that the wood is broken, it came from the inside. Damn it. What happened here? There are scratch marks almost everywhere on the wood. But they do not look like the marks a reef would make. It looks like an enormous cage. But look. It's been broken. Is this ringing any bells for anyone else? Ja, es hockt doch schon da hinten. Da in der Ecke, ich sehe es doch. Oh, es hat gefressen. The corpses are chained up. These beasts were captive. Could they have died during the sinking? I don't think so. They don't seem to have drowned. Something bigger slaughtered them with no effort at all. This ship was apparently carrying creatures from the island. The largest one managed to escape and made a hole in the hull as it tried to run away. Just like in Serene, the sailors did not stand a chance. The Admiral will not be satisfied with our deductions. She will want concrete proof. Let's keep searching. Brauchst du noch mehr Beweise? Wir sollen jetzt da hinten reingehen, ey. Ach, je. Kann der nicht einfach mit uns quasseln? Das wäre doch alles so viel besser. May the Enlightened protect me in this battle. A bit of poison on my blade. Then let's go. Let's see if you can ward off this fate. May the shadow engulf our enemies. Ich komme absolut nicht weiter. Was war da? May the shadow engulf our enemies. Your magic is running out. Take a potion. I am wounded. May the enlightened. May the enlightened protect me in this battle. Let's see if you can ward off this fate. Ah, fuck, ey. May the shadow engulf our enemies. Let's see if you can ward off this fate. Oh Gott, wir werden sterben. Let's see if you can ward off this fate. I am wounded. May the enlightened come to my help. May the shadow engulf our enemies. Your armor will no longer protect you. Ich komme hier nicht weg. May the enlightened protect me in this battle. Ah, ich bin da nicht weggekommen, Mann. Scheiße, ich hab, weil ich keine Dingens dabei habe. Keine Tränke und Siora habe ich auch nicht dabei, dass sie uns heilen könnte. Das ist doch kacke. Ich könnte auch einfach nur dieses Ding da klauen. Muss ich das jetzt alles nochmal von vorne machen? The corpses are chained up. These beasts were captive. Could they have died during the sinking? I don't think so. They don't seem to have drowned. Something bigger slaughtered them with no effort at all. The hull was torn apart.
And given the way that the wood is broken, it came from the inside. Damn it. What happened here? There are scratch marks almost everywhere on the wood, but they do not look like the marks a reef would make. It looks like an enormous cage. But look. It's been broken. Is this ringing any bells for anyone else? This ship was Haben wir ja alles schon. So, ich möchte da nur noch dieses Ding da haben. Aber das will sie gar nicht. And let's go! Let's see if you can ward off this fate! Let's see if you can ward off this fate! May the shadow engulf our enemies! Boah, leck mich doch, ey. Ah, ich hab doch noch die Waffe. May the shadow engulf our enemies. Let's see if you can ward off this fate. May the shadow engulf our enemies. Ach, das jetzt, wenn es unter Erde ist, geht das nicht. Let's see if you can ward off this fate. Ich kann nicht sehen, oh mein Gott. May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. Let's see if you can ward off this fate. Ich schaff das. Your magic is running out. Take a potion. May the shadow engulf our enemies. Let's see if you can ward off this fate. Ich hab's geschafft. Ich dachte, ich schaff das. Ich hab's doch geschafft. Tagebuch des Hauptmannes der Oriflamme. Endlich ist es uns gelungen, die uns anvertrauten Kreaturen an Bord zu bringen, nachdem wir ihnen die Tränke der Alchemisten gegeben hatten. Die Größe von ihnen ist furchterregend, selbst wenn sie schläft. Ich habe veranlasst, dass die Angeketteten in einen Käfig gesperrt wird. Heute Nacht setzen wir die Segel. Das Wetter ist ruhig, die Überfahrt sollte ereignislos sein. Die Besatzung beklagt sich über die Anwesenheit dieser Kreaturen an Bord. Die Größe von ihnen begann sich wieder zu bewegen, trotz allem, was wir ihr verabreicht haben. Die gigantische Bestie ist aufgewacht. Sie schreit vor Wut. Unter diesen Bedingungen werden wir es niemals zurück zum Kontinent schaffen. Wir kehren zur Insel zurück und hoffen, dass der Käfig bis dahin hält. Die Bestie ist so unruhig und bewegt sich so sehr, dass wir kaum segeln können. Wir können die Küste vom Ausguck aus schon sehen. Ich hoffe, dass wir es rechtzeitig dorthin schaffen. Bevor die Bestie... All the clues seem to corroborate the captain's journal. This is the same thing that happened at the harbor in Serene. The guardian who was locked up on board freed itself and ripped apart the hull of the boat to get out. Yes. And my brothers had no means of saving their lives or the ship, alas. Let's go back and explain this to the Admiral. The captain's journal will serve as proof. Gut.
Aber... ich muss erst hier raus. Aus der Höhle. Ich dachte, jetzt kommen hier wieder irgendwelche Monster, aber die liegen hier noch. Ruhig. Warum? Ich weiß nicht, so diese ganzen bemalten Steine und diese ganzen grünen Lichter erinnern mich schon immer an irgendwie an die Elfen von Dragon Age. Hier war doch irgendwo gleich ein Lager. Weil ich möchte ja jetzt nicht zurück. Ich möchte ja jetzt dieses Dorf besuchen. Weil jetzt bin ich ja schon mal hier in der Nähe, oder? Oder mit den Dingens da sprechen. Kann ich ja auch schon mal erledigen. Muss ja irgendwie ein bisschen systematisch vorgehen hier. Da, guck mal. Das Dorf haben wir doch schon mal. Dann können wir das doch... Ich kann erstmal gucken. Wir können jetzt nach zurück. Erstatte den Admiralbericht. So, aber... Genau. Da will ich hin. Weil ich möchte das jetzt auch erst erledigt haben. Denn... nee, dann ist das das. Petrus Quest, hä? Begib dich zum Dorf, finde die Exekution der Gelehrten. Das Geheimnis, das Geheimnis. Ach so, das. Ja. Das ist das. Das war das. Jetzt müssen wir mit diesem Bischof reden. Dann nehme ich jetzt auch die beiden wieder mit. Ich will nur gucken, wie ich da jetzt hinkomme am besten. So. Hello, m'lady. You are from the congregation, are you not? Indeed. De Sade. Your admiral has sent me here. Pleasure. You may call me Fernando. I am the port commander here. What might I do for you? Your admiral informed me that you've been having problems with a few citizens of Teleme. What more can you tell me? Problems, huh? We're up to our necks and sinking with problems. Yeah, I even received threats to my own person. One of those high and mighty long robes dared walk upon my docks with talk of burning me at the stake. Burning me? Then two of my men up and disappeared, and I do not believe in coincidence. I wanted to ask for help from the Mother Cardinal, but she did not answer my requests for an audience. The games of politics are not my forte, and investigations even less so. Find my men. I implore you. More questions? Thanks. I've got everything I need.
Fernando and the Admiral are close. When she was captain, he was her chief mate. She trusts him completely. That's why she put him in charge of the management of the port of San Mateus. We should talk to some other sailors at the port. If some of their comrades have also disappeared, they may be able to give us some information. Aber die kriegen wir erst beim nächsten Mal, denn ich muss jetzt Schluss machen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.